Jenseits einer Steilküste am Atlantik gibt es einen Ort, an dem sind die Menschen ein Stück weit bunter, wilder und verrückter als anderswo. Ein Ort, an dem die Menschen seit Jahrhunderten aus Tradition ihre Knochen aufs Spiel setzen. Wir rennen einen Hügel runter, um einen Käse zu jagen, phänomenal. Ein Ort, an dem ein millionenschwerer Herzog seiner Leidenschaft für heiße Reifen freien Lauf lässt. Die Motoren heulen auf, die Ampel schaltet auf grün und ab geht's. Ein Ort, an dem sich keiner vor etwas zu fürchten scheint. Wo die Liebe regiert. Ich gehe raus, schaue den Leuten in die Augen und lächle sie an. Und wo die Menschen ihre Freiheit zu schätzen wissen. Ich habe schon an vielen Orten gearbeitet, aber das hier ist was Besonderes, wie ein Magnet. Willkommen im Land der ungezähmten Briten. Raues Klima, stürmisches Meer und steile Klippen. Südengland ist weltweit bekannt für seine außergewöhnlichen Küstenlandschaften. Und seit jeher ein Ort der Freiheit. My name's Kim and I'm looking for the edge of adventure. Seit Jahrhunderten orientieren sich Seefahrer auf ihrer Fahrt durch den Ärmelkanal an den markanten 162 Meter hohen Klippen, dem höchsten Kreidefelsen Großbritanniens. Das hier ist Beachy Head, einer der bekanntesten Orte entlang der Südküste. Man sieht ihn auf vielen Postkarten und es kommen viele Touristen hierher, weil es so rau und schön ist. Das Besondere hier ist, dass man so nah an die Klippenkante kommt und die Dramatik des Ortes wirklich spüren kann. Das Meer schneidet sich sprichwörtlich direkt in die Hügel, wodurch diese krasse Kante entsteht. In der einen Richtung sieht man nur unberührte Hügellandschaft und auf der anderen Seite blickt man direkt auf das offene Meer. Das ist wirklich einzigartig, ohne irgendeinen Einfluss von Menschen. Über 150 Kilometer Nationalpark. Kim Slade widmet sein Leben der Suche nach außergewöhnlichen Erlebnissen. Als privater Guide bietet er Touren zu den letzten Secret Spots seiner Heimat an. Heute folge ich der Spur einer der berüchtigsten Schmugglerbanden der Südküste. Ich will ihre verborgenen Buchten und Höhlen finden, die sie benutzten, um ihre Waren zu verstecken. Im Kampf gegen die königlichen Truppen im 17. Jahrhundert. Ich habe schon alle möglichen Orte auf der ganzen Welt entdeckt. Aber hier will ich ein Abenteuer finden, das direkt vor unserer Haustür liegt, von dem man gar nicht weiß, dass es existiert. Dafür muss man halt die ausgetretenen Pfade verlassen. Im 18. Jahrhundert trieb eine legendäre Schmugglergang hier ihr Unwesen. In Booten schaffte sie unter Lebensgefahr unerlaubte Waren zu den Bewohnern der Küstendörfer. Um ihrer Fährte zu folgen, holt sich Kim Unterstützung von einem einheimischen Bootsführer. Genau auf diesem Fluss brachten die Schmuggler ihre Waren vom Meer aus den ganzen Weg flussaufwärts in die Dörfer. Ja, genau so war's. Die Felder um uns herum waren alle Moorgebiete. Damals war hier alles noch voller Schilf. Geradezu ideal, um ein kleines Boot zu verstecken. Der Cuckmere River ist ein Naturphänomen. Bei einsetzender Flut steigt sein Wasserspiegel um bis zu 100 Meter an und überschwemmt regelmäßig die angrenzenden Felder. Ab hier müssen die beiden zu Fuß weiter. Sie haben nur 2 Stunden Zeit, bis die Flut einsetzt. Genau das Zeitfenster, das damals auch die Schmuggler zur Verfügung hatten. Am Fuße der berühmten britischen Kreidefelsen. Hier drüben sieht man die Seven Sisters. Und am Ende dort liegt Beachy Head, wo all die Touristen hingehen. Aber hier in diese Bucht kommt kaum jemand. Ein guter Ort für ein unerwartetes Abenteuer. Kim hat die Idee, hier für seine Kunden Schatzjagden zu inszenieren oder sich von den Klippen abzuseilen. Ganz wie damals die Schmuggler. Doch das ist nicht ganz ungefährlich, denn der Kreidefelsen ist äußerst porös und die einbrechende Flut kann schnell zur Lebensgefahr werden. Weiter kommen wir heute wohl nicht mehr, denn jetzt kommt die Flut.
Aber man kann sich schon gut vorstellen, wie das vor 200 Jahren war. Diese Klippen waren damals noch ein paar hundert Meter weiter im Meer. Über die Zeit wurden sie abgetragen. Man sieht, wie hier alles in sich zusammenfällt. Ich kann mir gut vorstellen, wie hier nachts die Schmuggler in Ruderbooten reinkamen und ihre Ware in den Höhlen versteckten. Die Klippen wirken ziemlich unheimlich. Die mächtigen Atlantikwellen tragen die Kreideklippen immer mehr ab. Wie nah wird die Flut kommen? Auf ihrem Höchststand schlagen die Wellen an die Klippen. Deshalb brechen sie auch immer wieder zusammen. Wir sollten wirklich sehen, dass wir hier wegkommen. Die Schmuggler schwebten damals in ständiger Lebensgefahr, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. Das einfache Volk bekam vom großen Reichtum der britischen Adelshäuser kaum etwas mit. Eines der prunkvollsten Anwesen befindet sich weniger als 100 Kilometer weiter westlich. Goodwood ist seit 11 Generationen Residenz des Herzogs von Richmond und eine unersetzliche Schatzkammer britischer Geschichte. Bis heute mit royalen Verbindungen. Es scheint, als sei die Zeit hier tatsächlich stehen geblieben. Insgesamt 750 Angestellte arbeiten im Dienste des Herzogtums. Der heutige Hausherr Charles Gordon Lennox ist ein Verwandter der berühmten Lady Diana. Er lebt mit seiner Frau und 5 Kindern in einer Welt, die den meisten Menschen für immer verschlossen bleibt. Mit großer Hingabe widmet er sich dem Erhalt seiner historischen Wurzeln. Denn alles hier hat seine Geschichte. Dieser schöne Stuhl, auf dem ich jeden Tag sitze, ist berühmt. Es ist Napoleons Stuhl aus der Schlacht von Waterloo. Er wurde dem Herzog damals während der Schlacht übergeben. Ursprünglich hatte er ein N für Napoleon eingraviert, aber die Briten hatten so die Schnauze voll von Napoleon, dass sie das N entfernten. Bis heute pflegt man hier britische Traditionen. Doch der Herzog führt das Anwesen schrittweise in die Moderne. Fast wie der Manager eines großen Unternehmens. Goodwood ist ein wichtiger Teil britischer Geschichte. Der erste Herzog von Richmond war der uneheliche Sohn von Karl II. Und einer französischen Spionin, die von Ludwig XIV. Geschickt worden war. Karl verliebte sich und ihr gemeinsamer Sohn kaufte hier 1697 ein Haus. An einer anderen Stelle des Anwesens macht sich einer der Privatchauffeure an die Erledigung eines neuen Auftrags. Seine Hoheit möchte mit seinem Lieblingsfahrzeug eine kleine Ausfahrt machen. Das Fahren übernimmt der Herzog lieber persönlich. Denn hinter dem Steuer alter und schneller Autos zeigt sich erst dessen wahres Gesicht. I'm the Duke of Richmond. I've got a passion for speed. Einmal im Jahr dreht sich in Goodwood alles um den Rausch der Geschwindigkeit. Beim Festival of Speed versammelt der Herzog die besten Motorsportler und seltensten Fahrzeuge auf seinem Gelände, die sich hier an der legendären Bergaufstrecke des Hill Climb messen. Ein Spektakel, das sich selbst Weltmeister nicht entgehen lassen wollen. Und zu dem der Hausherr seine ganz persönlichen Freunde einlädt, um mit ihnen seine Leidenschaft zu teilen. Nur wenige Wochen vor dem Event steigt auch beim Herzog das Motorfieber. Seit der Gründung 1993 nimmt er jedes Mal selbst am Rennen teil. Für ihn der schönste Tag des Jahres. Hier kommen wir zur Festival of Speed Rennstrecke. Das ist der Start zum berühmten Hügel. Hier wärmen alle Rennwagen ihre Reifen auf und machen sich bereit. Und hier stehen wir gleich auf der Startlinie. Normalerweise heulen hier die Motoren auf, die Ampel schaltet auf grün und ab geht's. Wir bauen hier eine kleine Stadt. Manche sagen, es sei der größte Eventaufbau der Welt. Und wir bauen es jedes Mal von Neuem auf. Ein Riesenaufwand. Das Anwesen erstreckt sich auf knapp 5000 Hektar. Ein Großteil davon sind Wälder und Landwirtschaft. Doch auch 2 Golfplätze. Eine Pferderennbahn. Und eine eigene Rennstrecke gehören zum Besitz des Herzogtums. Und
ein eigener Flugplatz. Viele Maschinen, die hier starten und landen, sind äußerst wertvoll. Denn das Goodwood Aerodrome hat es sich zur Aufgabe gemacht, selten gewordene Flugzeuge am Leben zu erhalten. Und ermöglicht Piloten und Besuchern aus der ganzen Welt historische Runden mit ihnen zu drehen. Pilot Rob Wildeber stand schon mit 16 Jahren im Dienste des Herzogs. In der Regel haben wir bis zu 300 Flüge pro Tag. 110 Flugzeuge sind hier stationiert, ganz verschiedene Modelle. Und immer wenn das Wetter so gut ist wie heute, ist hier ganz schön was los. Rob ist heute Chef der Goodwood Flugschule. Selbst für Normalverdiener ist ein Flugschein hier mit 3.000 bis 4.000 Euro erschwinglich. Oberstes Prinzip, die eigene Faszination fürs Fliegen zu teilen. Ich mache hier eine kurze Inspektion an unserer Piper Cub, ein 1954er Modell. Die haben wir seit etwa 5 Jahren und haben sie komplett restauriert. Und jetzt gehört sie zum Stolz unserer Flotte. Ich denke, wir sollten mal eine Runde fliegen, oder? Das ehemalige Aufklärungsflugzeug ist aufgrund seiner großen Fensterflächen ideal für aussichtsreiche Flugrunden und trägt die Initialen des heutigen Hausherrn in seinem Namen. Okay, alles klar, los geht's. Nämlich Goodwood, Duke of Richmond Gordon Lennox. Ein Zeichen der Verehrung des Herzogs. Einfach wunderschön. Schaut euch das an. Alles Goodwood-Gelände. Die Gegend hier hat große historische Bedeutung. Im Zweiten Weltkrieg fanden hier viele Luftschlachten mit den Deutschen statt. In einem 12 Kilometer Radius um Goodwood gab es 10 verschiedene Landeplätze. Das war strategisch sehr wichtig für die Südküste. Okay, gehen wir ein bisschen runter an den Strand. Heute ist die sogenannte britische Riviera vor allem als Urlaubsparadies beliebt. Das Schöne hier ist, man hat alles in der Nähe. Wenn du große Städte liebst, gibt es sie. Wenn du das Meer willst, hast du das Meer. Wenn du raus aufs Land willst, kannst du das machen. Wir sitzen hier also recht zentral in einer Art Oase. Ich bin natürlich voreingenommen, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Und es gibt einen guten Grund, warum ich immer noch hier bin. Ich habe schon an vielen Orten der Welt gearbeitet, aber das hier ist ziemlich einzigartig. Es ist wie ein Magnet. Gleich bei Grenzenlos. 10 Minuten, um eure Entscheidung zu überdenken. Am steilsten Hügel der Gegend wird eine Käsejagd zu einem der gefährlichsten Rennen der Welt. Die spinnen doch, die Briten. In der südenglischen Grafschaft Gloucestershire versteckt sich das unscheinbare Örtchen Brockworth, über das es nicht im geringsten etwas Interessantes zu erzählen gäbe. Wäre da nicht dieser eine verdammte Hügel? Hi, I'm Sarah and I keep it rolling. Sarah und eine Handvoll Dorfbewohner haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine der schrägsten Traditionen des Landes und deren Teilnehmer am Leben zu erhalten. Hinter uns seht ihr den berühmten Cooper's Hill, wo jährlich das Käserennen von Brockworth stattfindet. Wie man sehen kann, ist es ziemlich steil. Und wenn man einen 8 Pfund Käseleib darunter wirft, der sich mit 130 Sachen dreht, sollte man nicht getroffen werden. Denn ich glaube nicht, dass man wieder aufstehen würde. Diese zwei mutigen Einheimischen wollen sich dem verrückten Rennen stellen und wagen sich schon am Vortag in die steile Arena. Durchschnittlich 50% Gefälle auf einer Länge von knapp 200 Metern. Und ein heimtückisches Loch, knapp unter dem Startpunkt. Hi, I'm Chris Hansen and I'm the King of the Hill. Almost. Hi, my name's Stacy and I want that cheese. Um das Rennen nicht nur zu überleben, sondern es sogar zu gewinnen, holt sich Stacy den Rat eines wahren Experten. Chris ist schon hunderte Male den Hügel hinuntergerannt und hat bereits 20 Käse gewonnen. Er ist absoluter Favorit. In die Mitte kommen und Gas geben. Bleib in der Mitte und renne. Und wenn du hinfällst, versuche irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Okay.
Alles links vom Loch ist gut. Okay. Wunderbar. Lass es krachen. Man lebt nur einmal. Ja, an die Schmerzen denke ich lieber erst danach. Jetzt, wo ich hier auf dem Hügel stehe, bin ich nervös. Schon hier ist es ziemlich steil. Aber morgen, wenn das Adrenalin dazu kommt, wird das schon. Man rechnet offenbar mit dem Schlimmsten. Steiler geht's nicht. In den vielen kleinen Löchern kann man beim Runterrennen mit dem Fuß umknicken. Leute haben sich im großen Loch schon das Genick gebrochen. Es ist einfach unwegsames Gelände, das man mit hoher Geschwindigkeit durchquert. Die Lebensmüdigkeit hat durchaus Tradition. Zwar weiß keiner mehr so genau, wie es zu dem verrückten Brauch kam, doch angeblich geht er zurück auf die Römerzeit. Die Regeln sind einfach. Wer als erstes unten ist, egal wie, hat gewonnen und bekommt als Trophäe den Käse. Damals wie heute ist der Tag des Käses der wichtigste im Kalender des verschlafenen Örtchens Brockworth. Im Rugby-Club finden die letzten Vorbereitungen statt. Sarah Stevens hat hier das Kommando. Ihre stählernen Jungs stimmen sich schon mal auf das legendäre Cheese Roll ein. Das traditionelle Cheese Rolling wird seit jeher von den Dorfbewohnern in Eigenregie ausgerichtet. Es gibt ganz bewusst weder einen Veranstalter noch Sponsoren. Deshalb muss alles irgendwie nebenher laufen. Der Käse hat jetzt seine bekannte Form, so wie er sein sollte. Jetzt packe ich ihn noch einmal ein und dann bekommt er seine berühmten Streifen. Sarah hat alles von ihren Vorgängern gelernt und wird ihr Wissen irgendwann wieder weitergeben. Die Streifen waren schon immer auf dem Käse. Man sagt, sie symbolisieren die Farben der britischen Flagge. Aber auch das weiß keiner genau. So, fertig. Zurück an der Küste. Brighton ist das größte Seebad Großbritanniens und bekannt für seine markante Seebrücke. Das bunte Städtchen ist Heimat vieler Musiker und Anziehungspunkt für Lebenskünstler. Hallo, I am Pablo and I spread love. Kommt rein, kommt in mein Zuhause. Achtung, Tür. Ich möchte euch eine Hausführung geben. Ich bin ein sehr stolzer Hausbesitzer. Hier hätten wir den Kühlschrank. Ich nutze ihn aber mehr als Vorratsschrank. Hier haben wir das Schlafzimmer. Das ist es. Es sieht zwar nicht so aus, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es gemessen. Und wenn du Michael Jordan heißt, kannst du dich voll ausstrecken, solange du nicht über 1,85 groß bist. Und das hier ist mein liebster Ort. Die Tanzfläche. Pablo Woodward führt ein Doppelleben. Jeden Tag verwandelt er sich hier im Schutz seiner Privatgemächer immer wieder aufs Neue in das berüchtigte Disco Bunny. Und damit in eine der bekanntesten und schillerndsten Figuren der Stadt. Was ich total lustig finde, wenn ich mich für das Disco Bunny anziehe, spüre ich, wie sich meine Stimmung verändert. Schaut euch das an, von vorne bis hinten, perfekt. Zum Wesen des Disco Bunnies gehört eine möglichst auffällige Dekoration. Ich muss aufpassen, dass nicht alles abfällt. Ich will ja niemanden mit einer Erdbeere verletzen. Was wie der pure Kreativitätsausbruch wirkt, hat für Pablo einen wohlüberlegten Hintergrund. Liebe unter die Menschen bringen. Heute werde ich das hier nehmen. Jeder Tag ist anders. Kommt auf meine Stimmung an. Das Disco Bunny wurde erschaffen, um die Menschen runterzuholen. Es schmettert den Leuten eine Portion Realität ins Gesicht. Sie erschrecken sich kurz und sind dann im Hier und Jetzt. Denn wenn ich jemanden sehe und ihn anlächle, dann liebe ich ihn. Disco!
Start in einen typischen Arbeitstag im Leben von Pablo Woodward. Oder besser, im Leben des Disco-Bunnies. Wer weiß das schon so genau? Hier drüben haben wir den Pavilion. Das vermutlich bekannteste Gebäude Brightons. Ich glaube, irgendjemand hat so ein Gebäude in Indien gesehen und sich gedacht, ich liebe es. Und dann wurde genauso eins hier gebaut. Ich glaube, das ist die wahre Geschichte, mehr oder weniger. Weil er in eine Inderin verliebt war. Und wenn das nicht die wahre Geschichte ist, dann ist sie zumindest genauso gut. Tatsächlich hat König George IV. Seinen Palast nach dem Vorbild indischer Maharaja-Tempel bauen lassen. Ich denke, Brighton ist tolerant. Geschlecht, Herkunft, Religion, Überzeugungen spielen keine Rolle. Du bist wie jeder andere. Und genau darum geht es beim Disco Bunny. Ich spiegle Brighton wieder. Brighton hat sich seine Zügellosigkeit bis heute bewahrt und gilt als liberalste Stadt des Königreichs. In den engen Gassen gibt es ständig etwas Neues zu entdecken. Hi, I'm Faye. I'm Asna. And I'm Jay. Let's go for a run. Aslan Steele, Jay Battrick und Faye Fillingham bilden eine Crew, für die es kaum Grenzen gibt. Sie nutzen die Eigenheiten der Stadt als Trainingsgelände, um einen spektakulären Sport auszuüben, der lange Zeit als Subkultur ein Schattendasein fristete. Parkour ist die Freiheit der Bewegung. Einfach gesagt geht es darum, so effizient wie möglich von A nach B zu gelangen und dabei physische und mentale Hürden zu überwinden. Damit meine ich die Höhe. Selbst wenn du weißt, du kannst eine bestimmte Distanz springen, macht die Höhe den Unterschied. Sobald du stärker und besser wirst, kannst du Tricks machen. Aslan ist der Kopf des sogenannten Movey Collective. Sein Ziel ist es, dass die Crew eines Tages vom Erfolg ihrer spektakulären Fotos und Videos im Internet leben kann. Jay ist das Nachwuchstalent der Crew und trainiert seit über 10 Jahren jeden Tag, damit seine Tricks so spielerisch aussehen. Der Neuzugang der Crew ist die 26 Jahre junge Faye. Um einzusteigen, ist Parkour vermutlich der einfachste Sport. Alles, was du brauchst, sind deine Sneaker an den Füßen. Wenn du Lust hast und es ein paar Dinge zum Trainieren um dich herum gibt, könntest du dir jetzt ein paar Schuhe schnappen, rausgehen und loslegen. Einer der Standardspots der Crew befindet sich direkt an Brightons bekanntester Strandpromenade. Hier gibt es jede Menge verschiedener Trainingshindernisse. Wichtig beim Parkour ist auch immer der flüssige Flow. Gerade an den kniffligen Stellen zeigt sich die Erfahrung. Dieser Abschnitt ist ziemlich schwierig, weil du eine Hand unten platzieren und mit der anderen die Kante erreichen musst. Deine Arme sind nicht lang genug. Hey, du kannst es schaffen, wenn du dich wirklich streckst. Komm schon. Mach ich, Hilfe. Du schaffst es. Es geht viel um Technik. Reichweite ist der Hauptfaktor. Sie muss nur die Kante erreichen, dann klappt's. In einer Crew hilft man sich, wenn es drauf ankommt. Zwischen den Zeilen geht es auch um Vertrauen, Freundschaft und die Überwindung innerer Barrieren. Parkour hilft mir, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich hatte lange Zeit Höhenangst, aber rauszugehen und sich diesen Ängsten zu stellen, ist sehr nützlich. Ich denke, das hilft auch dabei, sich in anderen Lebensbereichen weiterzuentwickeln. Wenn wir durch die Straßen gehen, haben wir das sogenannte Parkour-Auge. Das heißt, normale Menschen sehen nur einen Laden, eine Wand oder einen Zaun. Aber mit uns kannst du keine 5 Minuten unterwegs sein, ohne dass wir was entdecken, wo wir hochklettern oder runterspringen können. Doch die Erkundungstouren führen sie schnell auf illegales Terrain. Genau daher hat der Trendsport auch sein rebellisches Image. Ich denke, wir kennen die Stadt besser als jeder andere, denn wir erkunden sie in ihrer Gesamtheit. Wir klettern auf Hausdächer, obwohl wir da nicht sein sollten. Wir genießen Ausblicke wie sonst keiner. Mit der einsetzenden Dämmerung beginnt für Brightons schillerndsten Hasen seine aktivste Zeit. Ab diesem Moment gibt es keinen Pablo Woodward mehr,
Die Welt da draußen will das Disco Bunny. Wenn ich so angezogen bin, fühle ich mich ein wenig wie ein Idiot. Aber dann lächelt mich jemand an und sagt, hey, du siehst wundervoll aus. Und dann denke ich, okay, es geht hier gar nicht um mich, es geht um die anderen. Aber jetzt gerade bin ich nervös. Ich wohne im Bunnybus. Ich fahre das Bunnybike. Ich verkleide mich als Disco Bunny, aber mein wahrer Name ist Pablo Woodward. Batman wohnt im Batcave. Aber sein echter Name ist Bruce Wayne. Er fährt das Batmobil und macht seinen Job. Batman bekämpft die Bösen. Der Job des Disco Bunny ist es, Liebe zu versprühen. Hallo! How you doing? Noch ist das Disco Bunny nicht richtig in Fahrt. Es muss erst die passende Location für seine heutige Performance finden. Und steuert sein Bunny Bike zu einem seiner Lieblingsplätze der Innenstadt. Manchmal mag ich große Plätze, wie ein Amphitheater, wo ich rumspringen kann und so. Ich mag Sachen, an denen ich abprallen kann, wie diese Wand. Das Besondere an dieser Stelle ist, wenn jemand in diese Richtung geht und einmal hier ist, ist es eine Falle. Um hier einen kreativen Freiraum zu schaffen, hat sich das Disco Bunny einige einfache Dinge überlegt. Und mit der Hilfe von Brightons Passanten entsteht im Handumdrehen eine Zone der Freude und der Liebe. Jetzt kann der Arbeitstag beginnen. Das Disco Bunny ist jetzt ganz in seinem Element. Der Mensch dahinter schlägt sich schon lange als Künstler durch. Doch die Geburt des Disco Bunnies vor rund 3 Jahren hat sein Leben für immer verändert. Die Videos wurden zu viralen Millionen-Hits im Internet. Tausende Fans weltweit und Freunde in der ganzen Stadt haben den bunten Hasen zu einer lebenden Legende gemacht. Jeder hier kennt das Disco Bunny. Es ist, als würde man einen alten Freund treffen. Man sieht es in den Gesichtern der Menschen. Großartig. Man läuft herum und plötzlich, oh mein Gott, das Disco Bunny. Die Falle funktioniert. Die bedingungslos positive Erscheinung scheint einen Nerv der Zeit zu treffen. Völlig Fremde tanzen und lachen sich an, haben das Gefühl, eins zu sein. Und darum geht es mir. Die Leute wollen sich gut fühlen und wissen manchmal nicht, wie das geht. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ich gehe einfach raus, schaue den Leuten in die Augen und lächle. Die Nachtschwärmer lieben ihren bunten Hasen. Doch kaum einer kennt sein zweites Gesicht. Die meisten kennen ihn tanzend mit dem ganzen Glitter. Ich denke, er verkörpert das Konzept von Brighton. Er ist spitze, einfach ein super Typ. Der Lebenskünstler hat sich zur Aufgabe gemacht, grenzenlose Liebe in die Welt zu tragen. Doch die harte Arbeit zahlt sich für ihn nicht immer aus. Obwohl ich viel Erfahrung im sogenannten Disco Bunnying habe, habe ich immer wieder Zweifel. Aber jedes Mal gelingt die Mission. Was das Disco Bunnying auszeichnet, will ich euch zeigen. Es ist das hier. Eine einzige Spende. Schon eine Spende bedeutet, da hat jemand kapiert, ah, du bist kein Freak oder Irrer, ich verstehe, was du tust. Und wenn ich keine einzige Spende bekommen habe, werte ich das auch nicht als Arbeitstag. Und während in Brightons Straßen das Disco Bunny im Namen der Liebe das Letzte aus sich rausholt, beginnt 200 Kilometer landeinwärts, an einem der bekanntesten Punkte Südenglands, eine uralte Party.
Tausende wundersame Nachtschwärmer versammeln sich an einem magischen Ort, um einen ganz besonderen Moment zu feiern. Die Sommersonnenwende über Stonehenge. Eine heilige Kultstätte für Zauberer, Hexen und Spirituelle. Druiden feiern hier seit Jahrtausenden diesen besonderen Tag an den weltberühmten Hinkelsteinen. Es ist eine große Sonnenuhr, die ursprünglich gebaut wurde, um die Jahreszeit anzuzeigen. Damals, als die Menschheit von Jägern zu sesshaften Bauern wurde. Deshalb war es auch wichtig zu wissen, wann man seine Saat ausbringen muss. Unsere Druiden-Vorfahren wussten, jetzt ist die richtige Zeit anzupflanzen, denn sie haben auf die Schatten geschaut. Und damals war das für die Leute Zauberei. Zauberei, die ihre Wurzeln in der Zeit der Naturvölker findet und bis heute nach altem Brauch zelebriert wird. Mittlerweile zieht das Spektakel jährlich 10.000 bis 20.000 Schaulustige aus aller Welt an. Doch den Druiden geht es um eine ernste Sache. Und die Vermittlung einer Botschaft an die Menschheit. Wir glauben, dass in diesem Jahrhundert eine sehr wichtige Zeit auf uns zukommt, weil die Menschheit dabei ist, sich selbst zu zerstören. Wenn wir es also nicht schaffen, die Verbindung mit diesem Planeten wiederherzustellen, werden wir uns schrittweise ausrotten. Doch erst einmal geht es darum, die Sonne willkommen zu heißen, die das Leben auf der Erde überhaupt ermöglicht. Das heutige Fest bei Stonehenge wird daher auch die Hochzeit von Sonne und Erde genannt. Für viele der Besucher ein guter Grund, um ausgelassen zu feiern. Nur einmal im Jahr dürfen Besucher so nah an die Steinkreise heran, die uns bis heute zahlreiche Rätsel aufgeben. Die Erbauer nutzten Stonehenge, um die Felderwirtschaft zu planen. Die Steine werden vor allem als Fruchtbarkeitssymbol verehrt. Englands Grünflächen reichen bis dicht an die schroffen Klippen. In einer der schönsten Buchten der Grafschaft Cornwall versteckt sich eine kulinarische Perle. Hi, my name is Adam. Fresher is better. Die Watergate Bay ist Heimat vom angesagten Restaurant 50. Hier werden frische Zutaten zum obersten Prinzip erhoben. Deshalb wird nur verarbeitet, was gerade in der Region Erntezeit hat. Das erfordert viel Kreativität. Chefkoch des Restaurants ist Adam Banks, gerade zurück von der morgendlichen Einkaufstour. Hey guys. Jungs, schaut mal, was ich bekommen habe. Die Idee, jeden Morgen spontan ein neues Menü mit den Zutaten des Tages auf die Beine zu stellen, stammt vom berühmten britischen Koch Jamie Oliver. Wir könnten was mit den Bohnen machen. Vielleicht ein Salat? Pasta. Pasta? Okay. Wir schauen uns alte, traditionelle Rezepte an und geben ihnen einen kleinen Twist. Meistens testen wir, was gut miteinander harmoniert und machen nicht viel Tamtam. Oft sind nur 4-5 Zutaten auf einem Teller. Simpel und gut. Doch das Konzept geht noch viel weiter. Die Basis des Restaurants ist eine soziale Stiftung, die die handwerkliche Arbeit in der Küche nutzt, um auch den Auszubildenden einen kleinen Twist zu geben. Das 15 in Cornwall ist bekannt dafür, junge Menschen aufzunehmen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, seien es Alkohol, Drogen oder häusliche Probleme. Wir unterstützen sie dabei, eine neue Richtung und Bedeutung in ihrem Leben zu finden, um etwas Besseres für sich zu erreichen. Einen solch schwierigen Lebensweg hat auch Nico hinter sich. Heute arbeitet er als festangestellter Koch im Team von Adam Banks. Am Anfang hatte ich eine echt miese Einstellung. Ich wollte es nicht machen, kein Interesse. Bis ich hier angefangen habe. Das Geheimnis sind die Köche. Was sie mir erzählt haben, hat mich inspiriert. Ich wollte das auch lernen. Bücher kaufen, Fragen stellen und alles aufschreiben. Der jüngste Neuzugang ist die 19-jährige Carissa. Sie hat heute eigentlich ihren freien Tag und kommt trotzdem in die Küche, um sich von der Leidenschaft des Chefkochs anstecken zu lassen.
Erstmals darf sie gemeinsam mit ihm das Probegericht für das heutige Menü zubereiten. Erste Lehre: Alles muss frisch sein. Jamie hatte vor 15 Jahren die Idee, dass die Lehrlinge für 12 Monate alle Stationen der Küche durchlaufen. Nach ihrem Abschluss kommt dann ein neuer Schwung. Das hält es frisch. Genauso wie sich das Menü immer wieder ändert. Alles hier ist im ständigen Wandel. Das Einzige, was sich seit der Eröffnung nicht geändert hat, ist der phänomenale Ausblick auf die malerische Surferbucht. Das 15 Cornwall ist mit 140 Plätzen fast jeden Abend ausgebucht. Und das bedeutet Hochbetrieb in der Kreativküche. Fünf Auszubildende und 11 Köche verwandeln Abend für Abend ihre Leidenschaft in einzigartige Gerichte. Für ihren Chef ein absoluter Traumjob. Das hier ist mein Büro. Ich kann jeden Tag aus diesem Fenster schauen. In unseren Pausen sind wir am Strand oder gehen surfen. Das ist unschlagbar. Vermutlich einer der besten Spots in Cornwall und ganz England. Das ambitionierte Konzept, gepaart mit der Handschrift von Jamie Oliver, macht jeden Abend in der Watergate Bay unvergesslich. Gleich bei Grenzenlos. Es geht abwärts beim härtesten Rennen der Welt. Für einen Käse setzen Furchtlose ihre Knochen aufs Spiel. Am berüchtigten Cooper's Hill. Zurück beim legendären Käserennen am Cooper's Hill. Absoluter Favorit des Tages ist Chris Anderson. Er will heute zum 21. Mal einen Käse gewinnen. Damit wäre er der Rekordhalter in der gesamten Geschichte des Rennens. Doch die Bedingungen sind nicht ganz optimal. Schauen wir mal, was beim Rennen passiert. Es ist feucht und rutschig. Ich bin ein wenig nervös, aber ich fühle mich gut. Ich will jetzt da hoch. Letzte Vorbereitungen bei Stacy und ihren Freundinnen. Ich bin bereit zu rennen, aber nicht zu gewinnen. Aber ein paar mehr von denen und das haut hin. Auch die unverzichtbare Rugby-Mannschaft ist startklar. Ein letztes Briefing. Habt ruhig euren Spaß. Das habt ihr euch verdient. Aber bitte, rennt die Läufer nicht über den Haufen und verletzt sie nicht. Für mich ist das wie Weihnachten. Ich bin total aufgeregt und sehr stolz. Und sehr nervös. Jetzt fange ich an zu zittern. Die letzten Minuten vor dem Start. Über 5000 Schaulustige aus aller Welt sind gekommen, um Zeuge dieses verrückten Spektakels zu werden. Schaut noch mal runter. 10 Minuten, um eure Entscheidung zu überdenken. 200 Meter mit 50% Gefälle liegen vor den Teilnehmern. Einem rollenden Käse hinterher, der selbst zur Gefahr werden kann. Mein Ziel ist es, den Käse zu schützen und dass der Gewinner ihn auch bekommt. Ich habe den Leuten erklärt, wie gefährlich es ist, wenn er in die Menge poltert. Ich schaue auf den Käse, nicht auf die Zuschauer. Und dann, Punkt 12 Uhr, nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Der Käse erreicht bis zu 110 Stundenkilometer. Kein Läufer hat ihn jemals erwischt. Doch Chris Anderson erreicht rechts außen als erster die Ziellinie und geht damit als größter Käse-Champion aller Zeiten in die Annalen seines Dorfes ein. Großartig, ein bisschen schmerzhaft. Doch der Champion hat nicht viel Zeit, sich feiern zu lassen. Die Meute drängt auf das nächste Rennen. Jetzt sind die Ladies dran. In ihrer Unerschrockenheit stehen die Damen den Männern offenbar in nichts nach. Auch wenn sie den Käse längst aus den Augen verloren haben. Denn der braucht weniger als 10 Sekunden bis ins Ziel. Doch auch die Gewinnerin kommt mit großem Vorsprung unten an und zahlt dafür einen hohen Preis. Alles gut. Die Schulter ist zwar ausgekugelt, aber der Käse ist es wert. Doch Moment mal.
Wo war eigentlich Stacy im Starterfeld? Da runterzuschauen ist der blanke Horror. Sie hatte die Hosen voll, ehrlich gesagt. Sie hatte vermutlich nicht genug getrunken. Um die Ehre des Dorfes zu retten, haben deshalb kurzerhand ihre Freundinnen das Rennen übernommen. Es ist Teil unserer Gemeinschaft in Brockworth. Wir stellen das gemeinsam auf die Beine und deshalb lieben wir das auch so sehr. Jedes Jahr seit Hunderten von Jahren. Also machen wir weiter. Mittlerweile lockt der legendäre Cheese Roll Lebensmüde aus der ganzen Welt an, die sich den Hang runterstürzen. Doch es dürfen immer nur höchstens 25 Läufer ins Startfeld. Voranmeldungen gibt es keine. Daher finden noch zwei weitere Männerrennen statt. Selbst eine Anreise aus Australien scheint sich dafür zu lohnen. Das ist einfach das Abgefahrenste, was es gibt. Wie sie den Berg runterrennen, um einen Käse zu fangen, phänomenal. Ich war zufrieden mit meiner Zeit. Der Start war gut, aber dann fiel ich hin. Das Adrenalin pumpte, wie in einer Waschmaschine. Unten angekommen, schaue ich mich um. Ah, nur Zweiter, aber keine Knochenbrüche. Chris Anderson will beim letzten Rennen des Tages zeigen, wer der wahre König des Hügels ist. Und tatsächlich schafft er es sogar schneller als der Käse ins Ziel. Eine verrückte Geschichte, die so vermutlich nur in England geschrieben werden kann.